du wirst bestimmt gleich weinen. Gott, ich war so aufgeregt. Das ist meine allererste. Mach schon Pause. Du hast gerade erst angefangen. Es hängt nicht, du. Mein allererster Satz. Machst schon Pause. Du hast gerade erst angefangen. Ich habe keine Ahnung. Warte, ich versuche noch irgendwie drauf zu kommen. Ich glaube, ich sage irgendwas von, ich arbeite schon seit 4 Stunden. Gerade erst oder jetzt erst? Ich bin doch schon... Sag mal die Alternativen, ja? Ja, oder? Das ist es. Das ist es. Mit Grad meinst du wohl heute früh um 6. Macht schon Pause. Du hast gerade erst angefangen. Mit Grad meinst du wohl heute früh um 6. Los, auf. Heute früh um 6. Die Eltern, sie sind nicht gekommen. Wir müssen den Sommerschnitt allein schaffen. Bis heute Abend. Wir zwei. Wie soll denn das gehen? Das muss. Zum Glück bist du wieder doch der einzige Mensch, auf den man sich noch verlassen kann. Ja, ich war wahnsinnig aufgeregt. Aber das war auch schön, weil wir waren auf dieser Wiese und das ist ein total schönes Motiv gewesen. Meine Tante Margit, meine Kollegin, war noch aufgeregter als ich. Es hat in dem Moment dann auch ein bisschen geholfen, weil man dann sich so irgendwie, ja, nicht allein fühlte in der Aufregung. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Meine Coachin war ganz toll an dem Tag. Die hat mich ganz doll bestärkt und das nochmal mit uns so fein gearbeitet. Ja. Und ich weiß auch noch, dass diese Szene, mein bester Freund musste da ganz oft dran glauben. Bei dem, da zog ich gerade nach München, weil die Dreharbeiten ja gerade begonnen und ich habe mich total gut vorbereitet, also richtig minutiös, ganz oft den Text durchgemacht und habe damals bei einem sehr guten Freund eben von mir gelebt am Anfang und der hat diese Szenen mit mir 100 Mal durchgemacht, glaube ich. Da kann ich mich auch noch dran erinnern.